Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn, Forbidden West. Und wir gucken mal, wie wir mit dem Chef der alten Religionstruppe hier umgehen. Was glaubst du, was hier passiert? Schwierig. Dass die Sonne dir etwas zeigt, wenn du lange genug hier sitzt? Den Weg zur neuen Heimat. Er will die Entscheidung nicht selber treffen und darüber lässt das irgendwie bedeutet, sein Licht, Sonne, keine Ahnung. Vorüber ist. Und Erlösung. Das hofft er wahrscheinlich selber, aber er selber hat keinen Plan, was er machen soll. Das haben sie über einem alten Turm abgeschossen hat. Ja, manche Leute wollen halt immer irgendwie Prophezeiungen oder irgendwas Besonderes in Dingen sehen, die einfach nur random sind. Ich glaube, deine Lunge ist verletzt. Gebete heilen das nicht. Die Sonne. Ja, das ist Bullshit, Junge, du bist... Ja, das, ach, das meine ich, das ist so dumm. Du stirbst gleich, ne? Der Blutverlust sollte dir mehr Sorgen machen. Ja. Also wegen der Dummheit wird er wahrscheinlich dann gleich draufgehen, nehme ich an. Deine Leute machen sich Sorgen um dich. Ich weiß nicht, wie ich den hier runterschaffen soll. Bleibe. Sicherheit. Wahre Sonne über mir. Oh ja, der ist einfach durch. Wahre Sonne vor mir. Ignoriere den einfach, der wird wahrscheinlich... Ich glaube, du starrst die ganze Zeit deiner Erlösung ins Gesicht. Die wahre Sonne über mir. Ich muss zu diesem Sturmvogel ja, und sein Herz holen. Dem Typen kannst du nicht reden, das bringt einfach nichts. Hey, da war doch was. Oh Gott. Oh, das war close. Okay. Ich wollte eigentlich, da oben war schon sowas zum Fest. Sturmvogelherz ist viel wert. So viel, dass alle Flüchtlinge satt werden könnten. Und seine Antwort ist ein Sonnenstich und Gebete? Warum denkt jeder Priester, den ich treffe, dass blinder Glaube die Antwort auf alles? Ja, hier, genau das hier wollte ich eigentlich, aber gut. Ich will darüber. Ja, das ist bei Religion irgendwie so, keine Ahnung, blinder Glaube hilft dann immer und ach, das ist dumm eigentlich. Aber keine Ahnung. Aloy, mach dir nichts draus, das ist bei den meisten Religionen irgendwie so. Gibt vielleicht ein paar Ausnahmen, aber das ist echt... Alle sind eigentlich einmal alle gleich. So. Ist hier irgendwas? Hier liegt eine Kiste. Aber könnte Religion halt wirklich eigentlich was Schönes sein, ne? Zusammenhalt und alles und aber irgendwie machen die Menschen daraus immer irgendwelchen Bullshit. Ist das irgendwie weird. Komm, hoch. Noch eine Kiste. Give me the loot. Der Osaram, der die Flüchtlinge beobachtet hat, will vermutlich Tolland holen. Ja. Ich muss sie hier wegbringen, bevor er zurückkommt. Oh, Signallinse. Eine Linse. Ich krieg sicher später raus, was ich damit mache. Oh, der Sturmvogel. Cool. Und da ist das Herz. Nee, Spule. Ah, hier. Da. Mit dem Herz sollte der Orden eine Unterkunft bezahlen können. Etwas Essen und frische Kleidung würde auch nicht schaden. Okay, gehen wir direkt darunter. Savoha? Wie geht es dir? Ich muss wieder dorthin zurück. Ja, ich befürchte, er ist tot. Ja. Ich befürchte, er ist tot. Savoha? Dummheit. Ich schätze, du hast dein Bestes getan. Ruhe in Frieden. Ich bringe deine Leute in Sicherheit. Ja, aber glauben Sie es, du musst... Ich sollte Lukascha informieren.
und ihr das Sturmvogelherz geben. Du solltest irgendwas mitnehmen als Beweis, dass du bei ihm warst halt. Eigentlich. Na gut. Ja, ich befürchte, dass der andere Dude, das heißt, wahrscheinlich gleich hier aufschlagen wird. Kann ich Eloy recht nur recht geben. Das. Komm schon. Mach doch keinen Ärger. Geht aus dem Weg. Nein. Ah, da sind sie doch schon. Da ist Tolland mit seinen Schlägern. Ich glaube, ich habe Savohar schon beim Turm gesehen. Er sah nicht allzu gut aus. Ich gehe lieber noch mal rauf. Hä? Hast du Savohar beim Turm gesehen? Ich war doch gerade da, das war doch alles, also das war doch... Der war tot. Ich will großzügig sein. Ich gebe euch eine letzte Chance. Macht es euch leicht und verschwindet einfach. Wir lassen dich hier nicht durch, Osaram. Wenn du ein Blutbad willst, liegt das auf deinem Gewissen. Wirklich typisch, Karja. Immer müssen sie alles komplizierter machen als nötig. Okay, Jungs. Ihr habt's gehört. Macht euer Gewissen bereit. Moment mal, Tolland. Schon. Die Karja-Freundin mit ihrem tollen Speer. Also, ich verliere langsam die Geduld. Ich hab den Sturmvogel abgeschossen. Die Beute gehört mir. Mir ist egal, wer mir im Weg steht. Nora, Wilde oder zerlumpter Schattenkarja. Ich hol sie mir. Der nervt. Wer es findet, darf es behalten. Ich glaube... Also, ich würde da mal... Also, soweit ich weiß, besagen die Gesetze, wer etwas findet... Darf es behalten. Das bin in dem Fall ich. Oder nicht? Du willst das Herz? Ich hab den Sturmvogel erlegt. Oder nicht? Das stimmt, Boss. Verdammt, Luft, sei still! Okay, du gewinnst. Hey, mir geht's super. Ich brauch die Beute ohnehin nicht. Aber diese Leute können jede Hilfe brauchen. Also los, Jungs. Zurück nach Kettenkratz. Ich brauche einen Drink. Tja. Aloy, und wieder danken wir dir. Bitteschön. Nimm dieses Herz. Kauf damit Essen, Kleidung, Unterkunft für dein Volk. Vielleicht sogar Land für eine neue Heimat. Ich... Das ist... So etwas entscheidet Savohar. Nein, es tut mir leid, Lukascha. Savohar kommt nicht wieder. Er ist tot. Ja, das ist hart. Aber dein Volk braucht einen Anführer. Geh nach Kettenkratz. Such dort die Schmiedin auf, Petra. Gib ihr das Sturmvogelherz. Sie kümmert sich um dich und dein Volk, bis du wieder auf den Beinen bist. Geh deinen Weg. Ich versuche es, Aloy. Was bleibt mir übrig? Hier, bitte nimm das hier. Es ist nicht viel, aber hoffentlich hilft es dir ein wenig. Behalt's doch, ihr braucht's doch gerade selber. Dann auf nach Kettenkratz. Ach Gott. Okay, wir haben ihr geholfen, immerhin. Was hat die mir gerade alles gegeben? Das Springblatt, östliche Bestie-Rippe, Eichhörnchenhaut. Oh, Eichhörnchenhaut! Karja-Gelehrte, Gesichtsbemalung. Auch nice. Okay. Was hatte ich noch für Nebenquests? Der Düsterpfad. Das hab ich. Reishorn-Rippe. Mehr Wumms könnten wir noch machen, ne? Wo ist denn mehr Wumms? Mehr Wumms ist da. Ja, können wir einen Angriff nehmen. Mehr Wumms klingt gut. Da.
Habe ich eigentlich alles? Ja, das ist voll. Okay. Ja, passt schon. Ha, haben wir es noch abgewendet? Es ärgert mich halt, dass der Typ da oben das einfach, ja, diese Blindheit ist halt echt. Oh, das war close. Sei willkommen, Fremde. Nee, ich muss los. Keine Zeit. Sorry. Okay. Kurz gucken, wo ich hin muss. Oh, oh. Tag, guten Tag. Wollt nicht stören. Muss mal hier. Oh, scheiße. Nee. Ja, alles klar. Komm, beweg dich. Das tut gut. Hier war das, oder? Ja. Wie sehr hat es dich erwischt? Ein bisschen. Okay. So. Einmal das, einmal das. Einmal das. Uma sagte, das Reishorn sei in der Nähe. Das sind zwei. Da ist das Reishorn. Um die Rippe zu holen, muss ich es erledigen. Oh, das Horn sieht ja cool aus. Ich will schon da durch. Oh, das geht bei mir? Das ist aber scheiße. Oh, oh. Oh, hab ich aber geschluckt, ey. Eieiei. Ei, ei. Erledigt. Jetzt kann ich mir seine Rippe holen. Oh, noch einer. Junge. Puh. Das war ein bisschen. Aber es ging, es ging. So. Okay. Das ist nix. Das ist was Kleines, was abgespielt. Hier. Rohstoffbehälter. Klingt gut. Das sieht gut aus. Ja. Ich habe alles, was Della und Boomer wollten. Mal sehen, was mit ihrer Waffe ist. Das nehmen wir auch noch mit. Da ist noch eine Kiste. Sehr schön. Hier funkt aber noch was. Warte mal, hier oben funkt auch noch was. Ach, Energiezelle. Okay. Die nehme ich mit. So, sind hier noch ein paar Pflänzlein zufällig? Ne, das ist ein Stein. Schade. Okay. Gehen wir das auch ab. Dann haben wir das auch noch geschafft heute. Und dann würde ich sagen, gehen wir noch nach Fahrlicht, oder? Achso, die war auf der anderen Seite, ne? Ah, okay.
Ach schon, die waren hier oben. So, ich habe alles. Ich hätte gerne diese coole neue Waffe, bitte. Das wäre echt toll. Den Blick kenne ich. Du hast alle Teile, nicht wahr? Yep. Bitte sehr. Hervorragend. Gib mir nur ein paar Minuten für den Prototyp. Ich nehme die Version, die meine Arme dran lässt. Ja, danke. Bitte, bitte. Das wäre toll. Was ist mit ihr? Hi. Hast du Maschinen hochgejagt für die Teile? Ja. Oder Banditen? Du stehst echt auf Explosionen, hm? Bitte sehr. Mit den Sprengstätten? Aber klar. Ist das sicher? Vermutlich. Vermutlich, doch. Ich auch eins? Nein! Vermutlich ist so eine Sache. Für dich machen wir noch was viel Besseres. Ba-boom! Okay. Die ist ein bisschen durch. Stachelwerfer feuern mächtige Geschosse ab, die Gegner aus großer Entfernung treffen können. Aufgrund ihrer langen Aufladezeit haben sie eine niedrige Feuerrate und können nicht beim Springen oder Ducken verwendet werden. Stacheln müssen mit voller Spannung abgeschossen werden, um Rüstung zu durchdringen. Okay. Aber wie mache ich die denn jetzt? Also hier sehe ich die nicht. Okay, dann hole ich jetzt mein Reiti. Mein Reiti müsste hier unten stehen, ne? Ah, da unten. Ist da noch was passiert, als ich weg war? Achso, wir können ja auch wieder leveln. Hier, Fähigkeiten. Jägerin, Fallensteller. Baustelle Mut auf. Anscheinend ist das gar nicht so schlecht. Aus der Regeneration schnelle Waffenausdauer schnell wieder her. Okay. Fernkampfmeisterin. Decke deine Entschlossenheit und verursache für begrenzte Zeit im Meer Schaden mit Fernkampfwaffen. Auch praktisch eigentlich. Was hatte ich hier drüben? Das war das Tarnungsding, ne? Ja, ich nehme, glaube ich, dann eher das hier. Ich kann das sogar verbessern für 3. Breiter Stoß. Oh, okay. Bolzenschießer. Was haben wir hier? Das ist das. Mit langsamer Verbrauch, die Verwendung wird länger. Das nehme ich für 2, würde ich das sogar echt nehmen. Wie gesagt, mit schweren Waffen mehr Schaden. Auch geil. Ich will mal auf den Krieger-Aspekt hier gehen. Schneller Draht, wird schnelle Stolperdraht mit einem. Okay. Das ist halt auch cool, ne? Wahrscheinlich gibt es dann auch noch was, das ich mehr benutzen kann. Resonanzstoß. Ich kämpfe zurzeit halt echt eher mit Bogen, ne? Ich kämpfe halt echt eher mit Bogen. Kritischer, wo sagt mehr Schaden, was aber auch gut, ne? Ziele bleiben länger energetisiert. Es hat alles Vor- und Nachteile, ne? Es hat alles Vor- und Nachteile, das ist es halt. Also ein paar Bären schicken sie automatisch schnell wieder her, wenn du im kritischen Zustand bist. Das muss nicht unbedingt sein. Mut bei Aufprall. Verstaue mehr heilende Bären in deinem Medizinbeutel. Das ist allerdings. Halte mehr Schaden aus und lege sie unter. Okay. Größer Medizinbeutel. I want it. Mehr schnellere Heilung. Das ist ein bisschen. Also bis jetzt bin ich ja gerade die ganze Zeit hier so im Stealth-Modus, aber irgendwie. Mache ich weniger Stealth-Modus, als ich sollte. Was haben wir hier? Was sagt Enttarnung mehr Stoßschaden aus der Distanz? Ist auch gut eigentlich, ne? Ich mag das halt auch. Weniger Schaden, ne? Die eine Maschine überbrückt bleibt.
Ja, Brückenmaschinen verursachen mehr Schaden. Ja, damit würde ich halt auch schon gern ein bisschen arbeiten wollen, muss ich sagen. Also mit Maschinen würde ich im Endeffekt schon gerne mehr arbeiten wollen. Achso, das sind ja die Kombos. Wenn er vollständig aufgeladen ist, tippe. Ich glaube, wir machen das hier mal. R1, 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 R2. Okay, spezielle Kombos. Ob ich an die danach denke, ist halt die andere Frage, ne? Ich kann es probieren, aber mit leichten und schweren Angriffen mehr Schaden. Das hätte ich allerdings gerne. Also für einen Notfall, wenn ich es doch mal benutzen muss, fände ich das schon ganz gut, es zu haben einfach. Okay. Okay. Einfach um es zu haben, fände ich es ganz gut. Für den Fall, dass ich dann nochmal im Nahkampf kämpfen muss. Bei Gelegenheit. Wo ist mein Reittier? Ich renne mal übers Dach, Freunde. Ich darf da mal. Upp, ich bin mal so frei. Hi. So. Wo? Ich reite jetzt straight nach hier unten. Einfach nur. Dann reite ich sogar hier nochmal durch. Aber ich würde hier dann abbiegen, weil ich ganz zu dem anderen Ding noch würde. Okay. Let's go. Einmal nach Fahrlicht. Es gibt aber bestimmt noch irgendwelche Probleme mit der Gesandtschaft. Es gibt doch safe noch irgendwelche Probleme. Ich muss eine Brutstätte suchen und herausfinden, wie man die überbrückt. Ja, hier gibt es ja noch gar keine Brutstätten gerade. Ich könnte das Aussichtspunktbild nochmal ausrichten. Ich sollte in Reichweite sein. Ja, das können wir dann auch nochmal irgendwann machen. So, guten Tag, ich muss mal durch. Ich muss mal durch, aus dem Weg. Du hast doch inzwischen bestimmt. Oh, Couch aus. Oh, Scheiße. Hoppala. Oh Gott. Ich will keinen Stress, ich will nur durchreiten. Genau, und hier will ich rüber. Exakt. Mehr wollte ich gar nicht, Freunde. Fahrlicht. Der letzte Teil des Sonnenreichs vor dem verbotenen Westen. Okay, hier ist auch noch mal. Hier oben ist auch noch ein Fragezeichen, wo ich hier hinten hochkomme. Hier ist auch noch ein Fragezeichen. Okay, das ist wieder so eine Prüfung. Ab hier muss ich zu Fuß weiter. Du hast einen Job. Schön, dass du uns besuchst. Tach. Was geht? Ich mach das schon. Ach, der ist das. Tolles. Du hast dich also fürs Jagdgebiet entschlossen. Ja, mal gucken, ne? Gut. Iswat hier hat allerlei Prüfungen für Heißsporne wie dich, die ihr Maschinenjagdgeschick erproben möchten. Oder wie die Tenakt sagen, sich Streifen verdienen. Ach, die Jagdgebiete gehören den Kaja. Die Tenakt haben im Westen auch welche. Fragst du aber die Kaja, haben Westländer die Idee dem Sonnenreich gestohlen. Natürlich. Die Tenakt haben das Gebiet eine Weile genutzt, nachdem sie die Kaja vertrieben hatten. Hier lagen sogar noch ihre Spezialmünzen, die man bekam, wenn man seine Streifen verdient hatte. Hier, das sind Medaillen von den Kaja, Kriegsbeute. Das heißt, man kann sie im Tenakt-Clan-Gebiet gegen Ausrüstung tauschen. Okay. Ganz schön grausig, ich weiß, aber das waren die Kaja bei den roten Raubzügen ja auch. Da fällt mir ein, wenn du nach Westen willst, könnte Iswat dir welche geben, sofern du dir deine Streifen verdienst. Oh, ja, da hätte ich schon gern welche. Draußen bestimmt nützlich sein. Danke. Wenn du etwas für die Prüfungen brauchst, komm zu mir. Ich habe vieles, das dir bestimmt nützlich wäre. Viel Glück. Klingt gut. Kann ich nochmal was upgraden? Weil ich gerade die Werkbank sehe. Ja, kann ich. Stolperdrahtbeutel. Ach, guck mal, ich habe ein Heer Gabelbein bekommen. Ich weiß nicht, wo ich das bekommen habe, wann ich das bekommen habe, aber ich habe es bekommen. Fallenbeutel. Bombenbeutel. Trankbeutel. Okay. Also, den Speerwasser habe ich nicht ausgerüstet, deswegen habe ich den wahrscheinlich gerade nicht. Ich mache mal noch eine Upgrade hier.
Ich könnte das auch upgraden. Ich habe 2 Wühlerspulen, ne? Okay. Ich mach mal komplett. Ich habe nur einen leeren Platz bekommen. Okay. Inventar. Das habe ich jetzt ausgerüstet, ne? Ausrüsten, ja. Machen wir den mal dahin. Okay, das sind die neuen Rüstungen, das ist noch zum Sammeln. So, hier, Look an den Gewebe bearbeiten. Niedriger Gesundheit mit plus 1 erhöht die Stufe der passiven Stärkung, durch die du mehr Mut gewinnst. Ja, das ist eigentlich egal. Guck mal, Gewebe, da mache ich mehr allgemeinen Schaden im Nahkampf. Erhöht deine Verteidigung gegen Schock, Widerstand, erhöht deine Verteidigung gegen Schaden. Ach so, Schaden. Verteidigung, ist da. Ja, wäre ganz gut, glaube ich. Das wäre, glaube ich, auch ganz gut. Ich habe noch mehr Spulen. Aber habe ich denn, also meine Waffen haben das erst ab dem höchsten Upgrade, oder? Könnte ich meinen Bogen fürs nochmal ab. Ich könnte. Gräberklanghülse. Ich könnte meinen Bogen erstmal komplett upgraden. Damit ich gestärkt in das Tenakt-Gebiet gehe und dann suche ich mir da meine eigene, also meine eigentliches Zeug zusammen. Ist ein, denke ich, guter Plan. Nein. Ich wollte hier und dann will ich spulen, genau. Was haben wir denn da? Erhöht Reißschaden an Rüstungen. Erhöht den Schaden gegen zu Boden gebrachte Gegner. Ah, ich glaube, das nehmen wir. Sieht ganz praktisch aus. Ein Gewebeplatz wurde für eines seiner Outfits freigeschalten. Gewebe könnten für Outfits ausgerüstet werden, um deren Leistung zu verbessern. Ja, das kennen wir ja nur. So. Ich speichere kurz und dann können wir mal loslegen, würde ich sagen. Unsere Waffen wurde freigeschalten. Okay. Aber was hast du zu verkaufen, mein Freund? Willst du dein Jagdgeschick erproben? Hm? Was hast du? Waffenwert und den Feuerbogen. Munition. Explosivstolperfallen. Lecker. Gib mir den mal bitte. Kaufen und ausrüsten. Schockstolperfalle. Also Explosionsstolperfalle klingt aber schon echt gut. Ja, ist die Frage, ne? Der ist halt... Ich bleibe erstmal so, wie es jetzt ist. Rohstoffe, okay. Viel Glück. Ah, das speichere ich. Das speichere ich nochmal eben. Hallo? Ich leuchte auf. Retterin. Hä? Das Jagdgebiet steht dir offen. Jetzt. Okay. Jetzt gehen wir ins Jagdgebiet. Na dann. Wenn du die kostbaren Medaillen der Tenakt suchst, die kannst du hier verdienen, Retterin. Oh, ich möchte dir das hier geben, falls du es brauchen kannst. Schockkriegerbogen, leichte Schockpfeile. Als Dank, dass du Tolis aus der Klemme geholfen hast. Übrigens sind schnelle Feuer... Okay. Jagdgebiet. Alle Karcher-Soldaten wissen, dass die Sonne nicht für die Unvorbereiteten scheint. Dieses Gelände dient seit langer Zeit, Jägern darauf vorzubereiten, sich den wilden Maschinen zu stellen, die in der westlichen Grenze umherstreifen. Okay. Abrissprüfung. Nicht abgeschlossen, nicht abgeschlossen. Entferne... Und plündere Wühler-Energiezellen. Große Viertelstreifenbelohnung. Kriegst du immer eine Belohnung. Schockprüfung. In der Nähe. Okay, da habe ich jetzt irgendwie Bock drauf. Let's go. Ja, mal testen. Spring an den Seilen runter und starte die Prüfung. Okay. Energiezellen geplündert. Beginne die Prüfung, wenn du das Gebiet betrittst. Frost verletzt sie.
Oh Gott. Okay. Muss ich den das auf Kampf? Oh Gott. Ja, ich muss die Energiezellen abschießen und die dann plündern. Okay. Aber hier kann ich auch farmen in diesen Prüfungen. In diesen Prüfungen kann ich auch gut farmen. Das ist das, was ich brauche, ne? Nee, hä? Nur? Energiezellen geplündert. Das Ding hat mich im Visier. Boah. Okay, der war gut. Ach so, und dann kommt es an, welchen Rang ich quasi bekomme. Ja, aber die Energiezellen. Du hängst ein bisschen fest, kann das sein? Ich habe in Brutstätten schon mal gelernt, Maschinen zu überbrücken. Was hier draußen bewegt. Das sind ja die, die ich brauche. Oh Gott. Das Gute ist, also schlecht ist es gerade für die Challenge, aber ich plünder halt ordentlich gerade, ne? Entferne und plündere Energiezellen von... Ja, aber... Warte. Also... Wo sind die Energiezellen bei denen? Okay, ich muss das mir erst nochmal angucken, glaube ich. Du bist kein Wühler. Du bist ein Stürmer. Sind nochmal Wühler hier? Nee, ne? Boah. Okay, ich mach gut Schaden. Ich mach richtig krassen Schaden mittlerweile. Wo ist denn das Horn hingefallen? Ah, hier. Ja, warte mal, das können wir ja mal ganz kurz mal abbrechen, oder? Abbruch. Prüfungsbereich verlassen. Ja, ich würde gerne neu starten. Die Prüfung ist noch nicht fertig. Willst du eine andere? Nee, ich will, du hast, ja. Viertelstreifen, Halbstreifen, Ganzstreifen. Das sind 1 Minute 30. Erneut versuchen. Das Gelände gehört dir. Rutsch einfach mit den Seilen rein. Säure sollte bei dieser Maschine helfen. Rohstoffbehälter. Hauptupgrade Rohstoff. Ich muss beide wegmachen. Dann sollte ich das eigentlich bekommen, wenn ich die beide wegmache. Oh,
Oh, das wollte ich nicht. Gott, ich wollte das hier. Ha, geh weg. Ha, geh weg. Gott. Der wieder auf Akku sind, ey. Es ging relativ schnell. Deine Belohnung, Retterin. War das jetzt komplett? Ja, ich habe Viertel, Halb und ganz Streifen. Ich krieg für alles die Belohnung. Viertelstreifenbelohnung, kleiner Maschinenkern. Nice. Ich habe sie alle quasi gekriegt. Sehr schön. Abgeschlossen. Betäube Maschinen in der Nähe eines Wühlers, indem du ihre Energiezellen mit Schockmunition überlädst. Die habe ich nicht. Das könnten wir probieren. Ja, probieren wir das mal. Das könnte, ach, das könnte klappen. Rutsch einfach mit den Seilen rein. Den Umgebungsfeind getötet, betäubte Maschinen. Ja, aber... Verdammt. Ich musste mal schnell looten. Ja, gut. Hier ist gerade nichts. Ja, nee, das können wir nochmal machen. Das... Ja, nochmal. Das war nicht gut. Ich will gerne nochmal starten. Ich kann etwas anderes aufbauen, wenn du willst. Nee, das passt schon. Rutsch die Seile runter. Dann starte ich die Zeit. Komm schon, komm schon. Ja, gut. Mit Umgebungsfallen getötet, betäubte Maschinen, ja. Ja, das, warte mal. Ah, schwierig. Wenn ich da einmal... nee, sorry, du nicht. Du. Ich kann etwas anderes aufbauen, wenn du willst. Alles ist bereit. Rutsch einfach mit den Seilen rein. Ich muss eine Brutstätte finden, um zu lernen, wie man Maschinen überbrückt. Hey, wieso hat das nicht gezählt? Mit Umgebungsfeind getötet, betäubte Maschinen. Ja, habe ich doch gerade gemacht. Hä? Das war doch eine Umgebungsfalle. Wieso hat das nicht gezählt? Hä? Okay, verstehe ich nicht, was daran jetzt falsch war. Ich habe es betäubt. Und dann habe ich es mit der Umgebungsfalle getötet. Sie suchen mich. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Okay. Muss ich mal in Ruhe gucken, warum das, also, Meinung ob die das geändert. Anders meinen. Hm. Ich hätte das schon gern alles gemacht, sei ne? Sei stets wachsam auf deiner Reise, Retterin. Ha, es ist schwierig. Ich hätte das schon gern alles gemacht. Na, mal gucken. Vielleicht probiere ich sowas mal offscreen aus und gucke, wie das funktioniert. Das wäre vielleicht eine Idee. So, aber ich würde sagen... Da war's das für diese Folge wieder erstmal und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao!